dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute in München eingeladen beim Essence Event. Ich freue mich total und die ganzen Mädels da gucken gerade. Ja, ich wollte euch ganz herzlich begrüßen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch mitnehme zum Essence Event und ich bin schon total gespannt auf die ganzen Neuigkeiten. Ich nehme euch natürlich wieder mit und ja, schaut mal, wie süß hier die Candy Bar, die Essence Candy Bar. Richtig cool und ich würde sagen, ja, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Da bin ich wieder. Schaut mal, wen ich neben mir habe. Hallo. Hallo. Und schaut da unsere Sandy und Honiglinchen, Bienchen. Hallo. Und die Franzi. Hallo Franzi. Ich verlinke euch natürlich alle unten in der Infobox, ist ja klar. Jetzt sind wir mal gespannt auf die Produkte, oder? Ja. Die Handcremes wird es für je 1,49 in der 3-Meter-Theke geben. Und wir machen weiter mit der Kategorie Eyeshadow. Hier haben wir jetzt ein 2-in-1 Produkt. Das soll quasi ein cremiger Lidschatten sein und man könnte sich einen Lidstrich damit ziehen, wobei ich sagen muss, dass vorne die Spitze schon ganz schön breit dazu ist. Aber ich freue mich aufs Testen und werde euch dann auf jeden Fall darüber berichten. Und hier hat die liebe Franzi diese wunderschönen Lidschatten geswatcht. Man könnte damit sein Augen-Make-up auffrischen und das Ganze wie ein Topcoat nochmal abends zum Beispiel auftragen, damit man nicht nochmal von vorne anfangen muss. Und jetzt geht's weiter mit Mascara und Eyeliner. So, auf diese Eyeliner hier freue ich mich schon ganz besonders. Und zwar sind sie metallisch bzw. auch holographisch für je 2,49 Euro. Und hier haben wir wieder ein 2-in-1 Produkt, ein Eyeliner und ein Kajal. Und wir haben drei verschiedene Farben. Und die nächste Kategorie ist Lipstick. Hier haben wir jetzt wieder ein 2-in-1 Produkt. Ihr könnt schon sehen, ganz, ganz tolle Farben sind vertreten. Ihr könnt das Ganze als präzisen Lip Liner verwenden oder eben als Lippenstift. Und hier seht ihr jetzt das Farbupdate zu den Lippenstiften und ihr könnt euch schon vorstellen, welcher hier von meinen Liebster sein wird. Hier haben wir drei Lippenöle für weiche und gepflegte Lippen ohne ein klebriges Tragegefühl mit Jojobaöl. Hier haben wir jetzt Beauty Balm Lip Glosse mit Shea Butter und Vitamin E. Und hier natürlich richtig coole Farben für mich, kleine Lipgloss Queen. So, jetzt wird es nochmal total interessant und zwar kommen wir zur Blush und Contouring Palette. Und die nervt mich hier da drüben total. Die disst mich. Erzähl weiter. Die Frau disst mich. Team, bitte das nächste Mal nicht mehr neben der Niki sitzen. Da freue ich mich schon voll drauf. Die macht mich voll fertig. Wie freust du dich drauf? Weil die toll ist. Ach, was Besonderes. Also jetzt neuer Anlauf. Wie gesagt, die Niki, die stört mich jedes Mal. Ja, jetzt zeigt sie hier noch schön ihre Haare. Niki ist gut. Also. Genau, die Konturpalette, die wollte ich euch zeigen, auf die bin ich schon total gespannt, also diese hier, genau. Und wir haben uns dazu entschieden, dass uns diese hier besser gefällt, also Niki und mir. Aber wie gesagt, ich bin total gespannt, wie die auch ist. Und dann bin ich gespannt auf diesen Concealer hier. Und zwar ist der nämlich auch in dieser Mousse-Konsistenz, also dieses Soft-Touch-Mousse. Und wie gesagt, da bin ich total gespannt. Und da gibt es auch zwei Farben. Also einmal 10 und einmal die 20. Ich denke, das wird dann eher was für mich sein. So, und jetzt kommt eine meiner Lieblingskategorien und zwar Nagellack. Ihr wisst, ich bin eine kleine Nagellack-Queen. Hier gibt es 16 neue verschiedene Farben. Ich bin gespannt. Richtig schön. Schaut euch mal die Farben an. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, welche meine Lieblingsfarbe ist, oder? Ich halte mal kurz meinen Finger hin. Richtig schön. Aber den sich jetzt gerade die Niki drauf macht, der ist auch richtig schön. Schaut euch den mal an für den Aber ich Sommer. Mache noch eine zweite Schicht drauf. Also sie hat die anderen, wie ich nicht. Ich finde den schön.
Ja, es geht doch. Eine Schicht ist schon gut. Richtig schön, Niki. Danke. Und jetzt haben wir die nächste Kategorie Nail Art und Nail Care. Und hier seht ihr jetzt alles aufgebaut. Ich finde diese hier, die sind der krasse Gegenteil zu denen, die wir jetzt gerade eben gesehen haben. Ich finde sie aber trotzdem wunderschön. Und gerade dieses Pastellige gefällt mir gut. Und diese beiden würde ich sehr, sehr gerne tragen. Ich bin mal gespannt, wie sie aussehen. Hier haben wir jetzt die Color and Care Reihe. Und die haben bestimmte Inhaltsstoffe, um den Nagel auch zu pflegen. Und hier haben wir jetzt 4 verschiedene Topcoats, mit denen ihr ganz, ganz coole und krasse Effekte auf eure Nägeln zaubern könnt. Hier haben wir jetzt 5 verschiedene Topcoats, die könnt ihr euch auftragen, je nachdem wie eure Laune ist. Und zwar haben wir zum einen Sunny, Romantic, Tropical, Aquatic oder Icy. So, und hier haben wir dann jetzt noch die Pflege und hier haben wir dann noch einen Base bzw. Topcoat. Und hier haben wir dann noch so spezielle Tools, und zwar habt ihr so Aufkleber. Den hier finde ich zum Beispiel total interessant, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und zwar ist das so eine Ringart, die man sich quasi auf den Nagel macht. Bin ich mal gespannt, wie das bei mir aussieht. Ich habe schon reingeguckt. Oh mein Gott, hier steht I Love Friends. Und es gibt nur eine Marke, das war Yves Saint Laurent. Die sind gestartet mit der Textur. Also Yves Saint Laurent. Geil, oder? Hier haben wir jetzt 7 verschiedene Farben, die uns einen schönen Porzellan-Look zaubern für 1,79 jeweils. Und hier auch 7 verschiedene, die uns matte, schimmernde und glänzende Ergebnisse versprechen, auch zu je 1,79. Also bei mir ist voll das Chaos und die Niki, bei der Niki ist es voll ordentlich. Schaut, die kann das. Sandy! Sandy ist voll beschäftigt, ey. Guck, Sandy macht es halt auch voll ordentlich immer. Du hast auch nicht gehört, die Weiber, gell? Ne? Die haben am Schluss auch nicht gehört, weil die so geschaut hat. So, wir haben uns jetzt verabschiedet. Ja, Madeleine quatscht mal wieder in mein Video rein. Wir haben uns jetzt verabschiedet, das Blogger-Event ist jetzt zu Ende. Da ist mein Schatz Sandy und da ist mein Schatz Madeleine. Hallo. Und wir fahren jetzt an den Bahnhof. Die Niki, die ist jetzt noch mit mir im Starbucks wahrscheinlich. Aber ich sage jetzt schon mal Tschüss und ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ciao! Hier seht ihr jetzt nochmal die Candy Bar, die super lecker war. Wir durften uns dann noch bedienen, für die Heimfahrt etwas mitnehmen. Und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich beim Essence-Team bedanken für die Einladung. Und euch wollte ich fragen, was euch denn speziell so interessiert, worüber ich euch nochmal berichten soll. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video nochmal vorbeischaut. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Alles, alles Gute und bis bald. Tschüss!